und viel Spaß, das sollen haben. Dann wollen wir beginnen und Volkslieder nun singen. Seit Jahren beobachte ich, wie wichtig Menschen das gemeinsame Singen ist. Sei es im beruflichen Kontext, sei es privat, auf Festivals, auf Konzerten. Überall wird gemeinsam gesungen und immer wenn gemeinsam gesungen wird, ist das der Höhepunkt eines jeden Abends. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen ein Konzert, wo es nur um das gemeinsame Singen geht. Und das mit Liedern, die jeder kennt, in deutscher Sprache, wo alle mitsingen können. Jeder kennt Volkslieder, er weiß es nur manchmal gar nicht. Wer will fleißige Handwerker sehen, ist ein absolutes Volkslied. Und ich glaube, selbst schon die Kleinsten in meiner Früherziehung singen das gerne und ohne irgendwelche Scheu. Der Mond ist aufgegangen, ein wunderschönes Lied. Wie viele Sternlein stehen? Das möchte man eigentlich gerne singen. Und ich glaube eher, dass es so ist, dass es eine Stigmatisierung dieses Begriffs hier in Deutschland gibt, als dass es an der Musik selbst liegt, denn die ist eigentlich toll. Auch Volksmusik, Frau Grass? Das ist moderne Volksmusik, ja. Das nennt man ein Rhythmikel, das heißt, gesprochene Sätze werden verschachtelt zueinander vorgetragen. Im Volksmund unter Rap verstanden, ja? Beim Rap würde ich einen anderen Rhythmus dazu wählen. Es sind einfach Melodien, die zu Herzen gehen. Es sind Themen, die auch heute noch ergreifen. Es sind Stimmungen, die aufgegriffen werden. Und die finden heute in unserem Leben, obwohl sich vieles, sag ich mal, vom Mittelalter an sehr verändert hat, finden diese Stimmungen einfach immer weiter noch statt. Es geht ja auch viel um zwischenmenschliche Beziehungen. Und wenn man das so geschickt mit so wunderbaren Melodien rüberbringt, dann kommt das in den Herzen an. Und das möchte ich gerne weitergeben. Ich bin selbst mit Volksliedern groß geworden, habe sie irgendwann verworfen, weil sie nicht mehr cool waren und bin dann ja vor 7, 8 Jahren wieder dazu gekommen, mit den Männern hier Volkslieder zu singen. Und es macht einfach Spaß. Ich habe vor kurzem Volkslieder gesungen in Hannover. Mit 40.000 weiteren Menschen. Diese Volkslieder waren Lieder, die das Volk alle kannten, nämlich Lieder von Bruce Springsteen. Textsicher waren alle deutschen und sonstigen Besucher da. Das heißt, wir singen gerne miteinander. Und wir singen gerne die Musik, die uns berührt. Und die kann mal so und die kann mal so sein. Wir haben eine Reihe von Chorverbänden in unseren Mitgliedern. Wir haben auch Blasmusikverbände, die alle in irgendeiner Weise auch Volksmusik betreiben. Und die Tradition wollen wir schon erhalten. Also so etwas wie kein schöner Land in dieser Zeit, das ist etwas, was erhaltenswert ist und was auch noch gesungen wird hier im Land. Und das unterstützen wir. Volksmusik höre ich nicht, aber Volksmusik singe ich gerne. Und Volksmusik ist Musik, die gesungen werden will. In ihr steckt wirklich viel Begeisterungspotenzial. In ihr steckt auch viel schulendes Material im Sinne von, man lernt daran zu singen. Denn die Volkslieder, die überliefert sind, die sind sehr gut musikalisch gesetzt. Der Text passt auch quasi gesangstechnisch gut auf die Melodie. Das heißt, man kann an den Volksliedern sowohl inhaltlich als auch singend viel lernen.
Und sie sind meiner Meinung nach zum Großteil einfach schön und machen Spaß zu singen. Und letztendlich ist es Musik, die berührt. Wenn man von Oma ein Lied zu singen lernt, dann singt man als siebenjähriges Mädchen das Lied, das Oma als siebenjähriges Mädchen sang, genauso gern. Es ist eine Sache des Herzens, nicht nur der musikalischen Intelligenz. Eigentlich kann jedes Kind singen, nur im Laufe der Zeit verlernt man das wieder, was sehr, sehr schade ist. Man entwickelt eine Scheu, man entwickelt ein bisschen, kann ich überhaupt singen, bin ich gut? Was eigentlich ganz schade ist, denn singen kann wirklich jeder. Bei der Planung haben wir verschiedene Aspekte miteinander kombiniert, sei es dramaturgisch, es gibt Sachen, wo man mitsingen kann, es gibt Sachen, wo man einfach nur zuhört. Wir haben auf unterschiedliche Generationen geachtet, wir haben Kinder dabei, Jugendliche und Erwachsene. Ja, und wir haben natürlich darauf geachtet, dass der Eintritt frei ist. Im Ganzen war es ein professioneller Veranstaltungsrahmen, aber trotzdem mit professioneller Lichttechnik, mit professioneller Tontechnik, und das ist sehr wichtig. Wir Deutschen sind eigentlich im Volkslied Armenhaus Europas im Moment, aber wenn wir weiterhin solche Dinge machen wie heute hier, holen wir das dann wieder raus. Genau, was wir uns erwünscht hatten, aber ich habe nicht gedacht, so einen tollen Saal zu treffen. Es war ganz, ganz herrlich, ganz herrlich. Hoffentlich wird es bald wieder mal gemacht. Hatte bisher mit Volksliedern noch nicht so viel zu tun, aber in Zukunft werde ich mir das noch häufiger mal hören. Mir hat es Spaß gemacht. Was ich jetzt vielleicht nicht so gut fand, war, dass mir ganz als Letztes dran kam, aber... Ich finde das ganz wunderbar, die Menschen wieder zum Singen zu bewegen. Boah, ich bin absolut glücklich und... es ist unglaublich, wie viele Zellerinnen und Zeller heute Abend gekommen sind oder heute Nachmittag gekommen sind. Ich freue mich aufs nächste Mal und Musik kommt so von Herzen und die Menschen, die auf der Bühne standen, haben so viel Herzblut da reingesteckt. Und die Menschen, die im Saal waren, auch mit vollem Herzen dabei. Schöner kann es nicht sein.